Ja, hallo ihr Lieben, ich würde es ja mit Maske machen, zur Sicherheit einfach, aber ihr seht ja, wenn ich rede, beschlägt meine Brille und ich sehe nichts mehr, also das hat überhaupt keinen Sinn. Also willkommen zu den CATV News aus dem April. US-amerikanische Jungferninsel versuchen Cannabis zu legalisieren. Auf den US-amerikanischen Jungferninseln hofft der demokratische Gouverneur Albert Brand Jr., dem Gesetz ein wenig überarbeitetes Gesetz zur Legalisierung von Cannabis zu übermitteln, in der Hoffnung, während der Corona-Epidemie dringend benötigte Steuereinnahmen zu erzielen. Laut einem Artikel in Mariana Moment glaubt der Gouverneur, dass ein regulierter Cannabismarkt das Rentensystem retten und die Region stärken wird. Libanon legalisiert nun medizinisches Cannabis. Der Libanon ist das erste arabische Land, das den Cannabisanbau für medizinische und industrielle Zwecke legalisiert hat. Ein Schritt, der lukrative Exporte und Fremdwährung generieren könnte, weil das Land mit der Bewältigung einer Finanzkrise zu kämpfen hat. Obwohl der Anbau der Pflanze zuvor illegal war, wurde Cannabis im fruchtbaren und verarmten Bekaa-Tal seit langem offen angebaut. Das neue Gesetz, das am Dienstag verabschiedet wurde, wird die bereits bestehenden Anbaumaßnahmen regeln und dazu beitragen, die illegalen Produktion der Pflanze einzudämmen, wobei das Konsumieren und Besitzen weiterhin leider illegal bleiben wird. Neues aus den deutschen Apotheken. Der Verband der cannabisversorgenden Apotheken, VCA, fordert eine Friedenspflicht zum 1. Juli für die neuen Cannabispreise. Denn in der Pandemie sollten die Apotheken nicht mit Preiserhöhungen oder Preisänderungen belastet werden, argumentiert der Verband. Grundsätzlich begrüßt der VCA die Einigung über die neuen Preise, kritisiert aber den weiterhin bestehenden Apothekenabschlag. Außerdem bemängelt der VCA die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Aufsichtsbehörden. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich nun mit der Richtervorlage. Angekündigt hatte Jugendrichter Andreas Müller vom Amtsgericht Bernau seinen Antrag auf konkrete Normkontrolle zum Cannabisverbot durch das Bundesverfassungsgericht schon im September 2019. Seit Freitag liegt die sogenannte Richtervorlage nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz nun in Karlsruhe, wie der Pressesprecher Max Schönthal bestätigte. In einem Verfahren wegen unerlaubten Erwerbs von wenigen Gramm Cannabis beschloss Richter Müller im Dezember vergangenen Jahres, das Verfahren auszusetzen, da er alle Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes, soweit sie Cannabisprodukte in der Anlage 1 zu Paragraf 1 Absatz 1 BTMG betreffen, für verfassungswidrig hält. AMP-Gruppe erhält Bestrahlungslizenz für medizinische Cannabisimporte nach Deutschland. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilte der Alternative Medical Products GmbH, kurz AMP, eine Bestrahlungsgenehmigung für den Vertrieb von medizinischen Cannabisblüten, die einer Behandlung mit ionisierenden Strahlen unterzogen wurden. Nach Deutschland importiertes EU-GMP zertifiziertes medizinisches Cannabis, das nicht den in den allgemeinen Werten des Europäischen Arzneibuches entspricht, muss also mikrobiell sterilisiert werden, wofür es für den Verkauf im medizinischen Cannabisprogramm Deutschlands zur Verfügung gestellt wird. Bislang wird sämtliches nach Deutschland eingeführtes medizinisches Cannabis bestrahlt und erfordert eine AMRAT-V-Lizenz. Die Cannabisfirma von Mike Tyson will Namensrechte für Camp Nou. Der FC Barcelona hat diese Woche angekündigt, die Namensrechte für das Stadion Camp Nou zu verkaufen und den Erlös für den Kampf gegen das Coronavirus zu spenden. Der Schwergewicht-Champion Tyson hofft, dass er sich gegen die Konkurrenz behaupten kann und das Profil seines Unternehmens Swiss X verbessert. Auf die Frage, ob ein Deal mit Tysons Unternehmen Barcelonas Ruf schädigen könnte, sagte Tysons Geschäftspartner: „Das bleibt abzuwarten. Die Welt ist auf Ideen geboren." In diesem Sinne wünschen wir euch viele Ideen und bleibt gesund. Schaltet wieder ein und abonniert uns bitte. Bis dahin.